Dream Dawn. Einen neuen Charakter. Ich habe da schon ein paar andere. Die ist erst Level 60, dann einen Schamanen in Richtung Todesritter geskillt, aber haben wir gedacht, wenn man das letzte aktuelle Addon auch noch dazu kauft, Forgotten Gods, fangen wir an euch an. Dann werden wir so ein bisschen auf Feuer und so spielen. Kicken wir mal. Starten wir mal hinein. Was haben wir da? Voll Veteran. Start. Auf los geht's los. We paid a heavy price, but the trap worked. You seem surprised. It's been a while since we've had a win. How long will it hold? I've never entrapped a being like this, but the bonds hold, for now. How do we dispose of it? I'm just a witch. You're the soldier. If it bleeds, I can kill it. How do you kill a spirit, though? If you kill the mortal vessel while it's bound, the spirit may perish within. If it escapes... It's listening to us. What are you? Others of your kind name us Ethereal. Why have you invaded our world? Your world. We existed first, and were managed by your corrupt gods. Your pocket opened the way. I've heard enough of this rubbish. Let's hang it. Destroy this vessel, and I will find another. I have tasted its desires and emotions. Your kind is weak. You have already lost this war. Do it. Captain! Cut him down! What? Are you mad? Better safe than sorry. The spirit has fled! This is a human now. The captain is correct. When they awaken, they won't remember a thing. The Ethereal was right. The war is lost. We're a resistance now, and we need every human survivor we can call to our cause. Maybe this one here can still die with some honor. If they ever wake up, send them to me. If they don't, bury him deep with the others. Schauen wir uns natürlich alles an jetzt, ne? Wenn wir schon bei Null beginnen. So, da sind wir. Und direkt gleich ein Schüttel und ein Messer gefunden. Nicht schlecht, ne? Warum? Keine Ahnung, das weiß nur er. Danke sehr. Grüß Gott, grüß Gott. Immer noch am Leben, wie ich sehe. Du bist ein verdammter Glückspilz, dass man sich hier lassen. Sprich am besten gleich mit Captain Bourbon. Er scheint das mit dir vorzuhaben, jetzt wo dein Leben verschont wurde. Was ist passiert, wie bin ich hierher gekommen? Du warst besessen, also habe ich dich gehängt. Es scheint, als hätte der Geist deinen Körper verlassen, bevor es mit dir zu Ende ging. Ich hätte dich erhängen lassen, aber der Captain hatte andere Pläne, hat noch anderes mit dir vor und ich will nicht dagegen reden. Wo kann ich dann diesen Captain finden? Er steht oben an der Straße auf dem Vorplatz und koordiniert vermutlich gerade unsere Verteidigung gegen die Toten. Ich hoffe, ich bereue es nicht, dich von dem Strick wieder abgeschnitten zu haben. Dann mache ich mich gleich auf den Weg. Jawohl, los geht's. Los geht's. Da ist nichts, da ist das Ende. Eine Baustelle, da können wir dann noch was machen.
Aber da braucht man erst Materialien dafür und das ist dann in späterer Folge. Funktioniert das? You're not looking too bad for someone just come back from the brink of death. You were taken. Jemand, der gerade von dem Tod von der Schippe gesprungen ist, siehst du gar nicht so schlecht aus. Du wurdest übernommen, besessen von denselben Kreaturen, die die Zombies hier auferstehen lassen. Normalerweise hätte ich dich mit den anderen verbrannt, um sicher zu sein, aber wir haben zu viele Menschen an die Toten verloren. Ich brauche jemanden, der entbehrlich ist. Jemanden, der nichts zu verlieren hat und viel zu gewinnen. Im Moment bist du das. Sag es ja. Es ist... Stelle deinen Weg für mich unter Beweis wert. Nicht lesen. Und die Überlebenden in Devil's Crossing heißen dich vielleicht willkommen. Was soll ich für euch tun? Soll ich das überhaupt alles vorlesen? Sache, oder? Die Körper der Toten stehen in einer entsetzlichen Art und Weise wieder auf. Leichen sollten nicht aufstehen und herumlaufen. Irgendetwas belebt unsere Verstorbenen mit ätherischer Energie wieder. Wir haben die Toten eine Weile beobachtet und es scheint, als ob der Lower Crossing von Burial Hill aus überschwemmen. Ich möchte, dass du nach Burial Hill gehst und herausfindest, was diese Abscheulichkeiten kontrolliert und es zerstört. Fragen wir ihm noch etwas anderes. Wo ist es, Burial Hill? Du wirst dich durch Lower Crossing kämpfen müssen. Wenn du den Strom auf der anderen Seite der Stadt passiert hast, wird dich ein nahegelegener Pfad nach Burial Hill führen. Ich weiß, dass ich viel von dir verlange, aber ich verlange auch von vielen Leuten, dass sie dich mit offenen Armen empfangen. Und zuerst hat er das aufgehängt, ne? Hilf uns in dieser Stunde der Not und ich werde Devil's Crossing für dich öffnen. Ich werde herausfinden, was die Leichen auferstehen lässt. Na Logo! Rechts, das ist noch zu, die fahren auch nicht hinein. Ich kann dich leider nicht reinlassen, du brauchst die Erlaubnis des Captains, bevor ich dich hereinlasse. Was für ein glücklicher Zufall, habe ich dich schon einmal gesehen? Vielleicht haben wir uns irgendwo auf der Straße getroffen? Ich heiße Corey, ich bin Reisender, Händler, Hüter, des Seltsamen. Was machen die für ein Wirbel da vorne? Es gab eine Zeit als, nun ja, egal. Ich bin weit gereist, immer im Schatten. Ich habe keine Lust mehr auf diese... Sag nichts mehr, ich habe genau das richtige Produkt für dich. Ja. Schlückchen Kaffee und weiter geht's. Na quatsch mal mit dem anderen. Ich heiße Lancel. Ich bereise die Welt auf der Suche nach jemandem, der meiner Sammlung würdig ist. Bist du es? Ich habe diese Illusion. Satt, dann beginnen wir verschwinden von vorn, bestimmt das Spezial. Platz. Bla bla. Da haben wir da jetzt so eine Flasche gekriegt. Was auch immer, wir kriegen da auch noch mehr Plätze. Am Anfang ist es noch äußerst zart. Da haben wir dann unsere Portale, das ist sehr geil. Da kann man dann alles, was man da dann so aufdeckt hat, wie 60, ist nicht gerade klein. Jetzt auch noch weiter und hinauf. Kann man das dann alles schnell bereisen. Das ist dann das letzte aktuell. Wo ich selber noch nicht war. Ja, dann kämpfen wir jetzt durch. Betritt die Höhle unter Burial Hill. Die ist ganz oben. Ich weiß nur, da gibt es da auch irgendwo einen Keller. Können wir aber noch nicht hinein. Oder wo war der Kach? Da war er. Und da ist später. Schon länger her. Schon ein paar Jahre her. Aber ich habe wieder so Guster gekriegt. Ist doch das beste Action-RPG. Wir haben halt noch nichts. Wir sind halt noch ein kompletter Lotion Man. Nur da hält er ein bisschen viel aus, ne? Haben wir wirklich noch gar keine Skills? Schauen wir mal. Vielleicht sollten wir es da noch nicht auf Veteran spielen, ne? Da wird das Bildschirm schon ein bisschen finster. Okay. Ja,
Dann werden wir da ein bisschen die Wache mit einbeziehen. Na, den anderen ist mir wurscht. Ganz gleich mal. So. Das Zauberhaus, ne, das brauchen wir noch nicht wirklich. Weg damit. Das ist halt sehr viel Schlichterei am Anfang. Ich meine, Schlichterei ist es sowieso ganze Zeit. Wie man sieht, das Buch haben wir auch noch nicht. Und alles anschauen. Es kann überall ein Kisterl sein, wo was drin ist. Ob's mal, ah, da haben wir schon eine. Ob es Materialien sind. Schrott, Rüstungsgeschichten. Autsch. Ja, da liegt der Heiltank. Ja, dann schnalzen wir sie mal. Dann holen wir uns gleich. Das kann man übrigens einstellen, für die, die sich wundern. Und da, was ist denn das? Und das Spiel, genau, automatisches Aufheben, das ist, weil, dass er nicht jeden Schrott aufhebt und da aber Materialien automatisch aufheben. Super. Für diese ganzen Eisenteile, Rüstungsverbesserungen. Die sind sehr wichtig. Jawohl. Tief sollte man nicht stehen bleiben, weil das tut weh. Häuser immer mal reinschauen, ob es nicht irgendwo was gibt. Fernkampfwaffe wäre für den Anfang sehr angenehm, dass wir dann nicht so im Infight sind. Die tun schon ziemlich weh. Wir erinnern an einen veganen Butterbrot und da. Da ist er. Recht motiviert zu, ha? Schwammerl. Nicht, dass glaubt, ich bin verwirrt, aber da checke ich kurz einmal, ob irgendwo was ist, was man zerstören kann. Weil das tut jetzt nicht glitzern oder blinken von Haus aus. Ja, das ist ja gleich mal ein bisschen was anderes. Vergammelte Schüttel braucht eh keinen Neger. Kein Mensch. Schauen wir mal, was wir mit dem Schwerterl anfangen können. Ja genau, und teilweise, wie es jetzt sieht, da, es gibt teilweise auch so kleine versteckte Orte, ist auf der Map gar nicht angezeichnet. Das ist rechts da hinten. Da ist eigentlich das Map-Ende. Oh ja, na, das ist mal was anderes. Herrlich. Schönes Schwert, oder? Ja, das haben sie auch ein bisschen aufgehübscht mit den letzten Eidern. Ah! Genau, da brauchen wir dann auch
Dynamit, um uns da den Weg frei sprengen zu können. Ist ja, wir sind da eigentlich außerhalb von der Map. Wir dürfen nicht vergessen, dass da was ist. Leider so. Einer, der auf Prügel wart. Das Spiel ist nicht laut. So, da. Das macht ja gleich für sehr viel mehr Spaß, muss ich sagen. Ja, da kommt da her. Will Maus sterben, na gut. Bin ja groß, schaut mir nach ein Schwert an. Ne? Ah, ganz geniales Hack and Slay. Meiner Meinung nach auch besser als Diablo. Diablo ist geil, keine Frage, aber das Scream Down schon ihre. Die Liebe zum Detail, wie es gemacht ist, auch schon allein nicht, wie es ausschaut. Da kann für mich Diablo nicht mit. Aber ist natürlich alles Geschmackssache, das ist ganz wichtig, die Bücher, wenn man findet. Ich bin jetzt dann noch so auf diese Dinger, denn, wenn ich jetzt rechts klicke, kriegen wir Erfahrung. Jetzt einmal nur 25, aber das wird auch mit der Zeit immer mehr. Später folgen, da gibt es immer ein kleines Geschichterl dazu zum Lesen, das lese ich aber jetzt nicht vor. Da leicht auch, wie das schön gemacht ist. Okay. Oh ja. Das sind jetzt One-Hits. Das. Nicht verteilte Punkte haben wir. Rebel ist heimgekommen. Wir schauen uns jedes Eckerl an. Das mitnehmen, das brauchen wir wirklich am Anfang alles. Schön wird es dann, wenn wir uns eine Klasse auswählen können. Oh oh. Autsch. Fail, was ist da was? Oh. Essensrationen sind sehr wichtig, weil es ist da über der Health Bar dieser leicht transparente gelbe Balken. Das hat zu tun mit der Lebensregeneration. Also wenn wir jetzt Schaden kriegen und ich glaube 2 Sekunden sind es oder so, 3 Sekunden, wenn man keinen Schaden kriegt, regeneriert und umso voller das ist, umso geschwinder sind wir da wieder voll. Jetzt schauen wir mal, was wir da gekriegt haben. Was ist das gar? Konstitution. Stärke mit besser Ausdruck zu kämpfen. Blablabla. Mit einer Leidensfähigkeit eine Wunde zu heilen und kritische Treffer zu vermeiden. Da gehen wir da natürlich mal in Konstitution was rein. Das ist mehr Leben. Na, sieht man. Nächster Level können wir den dann verwenden. Den könnte man schon verwenden. 18 bis 24. Haut natürlich schneller hin. Plus 4 Schaden pro Sekunde. Hört sich aber nicht schlecht an.
Schauen wir mal, da oben können wir das eh vergleichen. Probieren wir es einmal. Blutungsschaden. Plus physischen Schaden. Können wir ja mal testen. Dann nehmen wir uns dieses Nudelschild wieder. Wie gesagt, sehr viel schlichten. Können wir dann nächsten Level up verwenden? Ja, da schauen wir mal durch. Wenn man Alt drückt, sieht man dann teilweise Gegenstände, die am Boden da liegen. Also nicht, hoffentlich ist es nicht zu laut. Spiel. Noch mal ein kleines Spiel leiser. Moment, da ist sonst nichts. So Lust wieder gehabt auf Grim Dawn zum Zocken. Wie am Anfang immer gut, da gibt es sehr viele schöne Sachen. Wir sehen wieder Wundschaden. Hälter wieder stark. Hälter wieder stark. Also unser jetziger ist sogar fast besser. Aber nehmen wir, ziehen wir das auch, macht da nichts. Man kann auch andere Waffen verwenden. Können wir auch natürlich dann einmal probieren, spaßeshalber. Ist doch Spaß. Das hat Zipferl, aber man muss überall hinschauen, weil das sind teilweise wirklich versteckte, geile Sachen. Oh. Jetzt vergessen wir gleich die Wunder neuer. Eine gepolsterte Bunthose. Genau, natürlich. Der Kampf ist natürlich schon sehr nice, ne? Besonders halt jetzt am Anfang, wo wir so nudelmäßig beieinander sind. Heldenhaft gehen wir zurück. Essensration und somit ist der gelbe Balken wieder voll. Da sind wir noch mal schnell hallo. So, und da werden wir natürlich in Konstitution wieder diesen einen Punkt hineingeben, weil da können wir uns den Gürtel anziehen. 9 bis 51. Noch stärker als das Schwert. Haben wir da unten hat alles angeschaut? Nein. Gehen wir hin. Alles wird angeschaut. Das ist echt aber. Haben wir nicht durch, auch nicht schlecht. Da ziehen wir halt runter. Macht ja nix. Voll-Tagebücher, immer gut. Das heißt, das sind geschenkte BP. Vielleicht den Sound um ein kleines Spur leiser dran. Gesamtlautstärke dabei ist eh schon so niedrig. Will beenden war jetzt sehr gut gewesen, oder? Ja,
One-Shot. Da. Quasi genau ins Auge geschossen. Da nix, okay. Die Bücher lesen wir gar. Also ich lese euch nicht vor, aber die werden sie mal anklicken, weil das die Erfahrung wollen wir natürlich haben. Heiltrank, immer gut. Jawohl. Da ist wieder mal reinkommen. Ewig nicht mehr gespielt. Überlebt. Ewig nicht mehr gespielt. Nix, nix, nix. Sollten wir auch zu machen. Jetzt haben wir da alles, oder? Jawohl. Dann geht's weiter. Ich werde wahrscheinlich dann zwischendurch immer kurze Cuts machen. Und immer kurz einmal den Stream vielleicht beenden. Teil und Bogen gibt es auch. Oh, eigentlich, ja, es gibt schon so eine Art Bogen, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Gibt es einen Bogen? Ich glaube nicht. Bogen glaube ich nicht, ne? Heißt, wer will einen Bogen haben, ist mit einer. Mit so einer Flinte herumrennen kannst. Alter, grüß dich, wir werden ja draußen alle sterben, ja du vielleicht. Beruhigt euch, woher kommt ihr? Ich blieb mit einer Gruppe von Überlebenden unten in Devil's Crossing, du weißt schon, das alte Gefängnis, aber dann wurden die Vorräte knapp. Ich meldete mich freiwillig, in Lower Crossing zu plündern, dachte, es wäre sicher genug, aber ich lag falsch. Ich wurde von einem Pack gefräßiger Riftgeißeln bis hierher verfolgt, aber... Ich kann dir unerträgliches Dahinjagen nicht mehr hören. Ich muss mich wohl dafür bei dir bedanken. Aber es spielt keine Rolle. Die Gegend wird von den Toten überrannt. Wir werden es keine 5 Fuß weit schaffen, ohne umzingelt zu werden. Der Rückweg sollte jetzt frei sein. Ich gehe nicht noch einmal da hinaus. Der ist ein richtiger Held. Ja? Die Toten werden uns finden und in Stücke reißen. Nun, ich glaube, ich könnte ein Riftgate öffnen. Ein was? Ist das nicht das, aus dem diese Dinger stürmen? Naja, irgendwie schon, aber meines wird euch nach Hause bringen. Es wird mir schwer, das zu glauben, nach dem, was ich in Burbage gesehen habe, aber du siehst nicht nach einem Übernommenen aus. Ich nehme an, da ist meine einzige Option. Das ist meine einzige Option. Es gibt einen Übersetzungsfehler, wie es ausschaut, aber das ist immerhin, haben wir es jetzt in Deutsch. Ne? Zack, und dann war er weg. Das ist übrigens das hier. Mit dem können wir dann ein Riftgate öffnen und dann daher jumpen zu den aufgedeckten Rifts. Haben wir Zeit, 31 Minuten. Wird da hier gleich dann der Cut passieren, glaube ich. Oh, und da haben wir unser nächstes Rift dann herporten können. Da brauchen wir hier nicht mehr zu spazieren. Ja, perfekt den ersten Cut eigentlich. Jawohl, da haben wir es. Das war jetzt eine halbe Stunde. Ja, hier sind wir. Oh. Das Gift ist übel. Friedhof.
möchte halt ehrlich gesagt jetzt noch nicht wirklich sterben, deswegen werde ich das ein bisschen vorsichtiger angehen. Waffenwechsel, machen wir das mal so. Gott sagt er halt. Aber das Schöne ist, wenn es am Anfang so doch etwas zart noch ist, weil man das ja wirklich, wirklich durchklopfen muss. Wenn man dann. Oh! Müssen wir hier rein. Wenn man dann langsam die Skills bekommt und dann merkt, wie man stärker wird, das ist richtig nett. Der erste Äthergestall. Das ist quasi. Von den Ätherischen, ne, wo wir auch kurz übernommen waren. Und mit den Ätherkristallen kann man dann unter anderem Sachen herstellen. Punkte zurücksetzen, aber das ist noch weiter Ferne. Wir rennen genau eine an, glaube ich, dann. Da kotzt uns an. Oder ausradiert. Bevor wir dann in die Höhle gehen, da werden wir uns einen Rift Gate dann öffnen dort. Nach Hause gehen, verkaufen. Gute Reichweite. Nach Hause gehen, verkaufen. Killen, dass wir Platz haben. Wo ist denn der Verkäufer, Mensch? Da steht er ja. Schrott haben wir auch schon bekommen. Sehr gut. Ganzen Krempel dann weg. Weg damit. Das gefällt mir aber eigentlich schon. So. Weg. So. Das sind die Komponenten, mit denen kann man dann Rüstungen aufwerten. Rüstungsteile. Da gibt es alles Mögliche, wie man sieht. Da plus 15 Rüstung, die kann man dann noch kombinieren, dann wird es stärker. Da haben wir dann zum Beispiel Gefährt sogar Fähigkeit. Für Waffenschilde und Nebenhand. Ja, geil. Unglaublich auf. Wendig das Spiel und man alles machen kann. Aber wo gehen wir da hinein? Ich würde sagen, auf Raffinesse. So, jetzt haben wir verkauft. Da werden wir jetzt einen kurzen Cut machen. Und bin sofort wieder da.